Ja, was für eine hitzige Nacht. Oh, Monstertrophäe. Hier ist schon wieder sowas Glitzerndes. Oh, hehehe. Ja. Was? Ach so, diese Spinnweben wollte der junge Mann ja haben. Dann machen wir das doch einfach so, dass ich da was anderes verkaufe. Und, oh, ihr habt's mit meinem Haus. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich kann nicht mal in Ruhe schlafen, ohne dass ihr mir dabei zuschaut. Hier hab ich sowas. Wenn ich das klein haue, müsste doch normal... Ja, eins rauskommen. Was verkaufe ich denn dann noch am besten? Ich weiß es nicht. Oh, Glasflaschen. Darum muss ich mich auch noch kümmern. Genau, vielleicht kann der Herr Ramon mir die herstellen. Hier ist das drinne. So, der ist geschlossen. 35 Stück. Oh, da muss ich für das Fräulein Sissi mal solche Tiere fangen, die das geben. Diese, wie hat er gesagt, Wollblöcke. Hallo? Hallo. Darf ich kurz reinkommen? Ja. Ach, da. Ich habe hier schon mal 35 von diesen Fäden. Mehr habe ich derzeit leider nicht. Ja, okay. Und, aber ich werde auf Sie zurückkommen, wenn ich wieder genügend habe. Okay. Und Sie kommen mir dann mit dem Preis entgegen beim Luftschiff. Okay. Holz werden Sie ja sicher... Warum höre ich Sie? Cut. Start. Ja, und wenn Sie auch noch Holz brauchen, wegen dem Flugschiff... Ich bin ja Holzfäller. Okay, dann sind wir schon zu zweit. Zur Not, ich habe immer was bei mir in den Kisten, also... Jojo. Einfach Bescheid sagen. Dann erstmal gutes Gelingen bei Ihrem Haus. Jo. Tschüss. So, jetzt werden wir uns das Glas noch kurz holen. Oh, ihr schon wieder. Ich baue euch hier irgendwann, lasst mich durch, irgendwann noch ein paar Betten rein. Da könnt ihr euch auch gerne hier hinlegen und schlafen. Mann, Mann, Mann. Das hier. Den Stein. Den mache ich erst einmal hier mit rein. Oh, ich habe ja noch solchen Kaffee. Hehehehe. Und ich brauche was zu essen. Ich habe irgendwie immer nur das ein und selbe dabei. Ach, mein Haus ist doch schön. Aber man kann das noch verbessern. Mir gefällt dieses Ende der Holzstämme nicht. Und da muss ja auch noch irgendwas Leuchtendes ran. Und wenn ich dann ein Flugschiff habe, muss da auch noch was ran. Oh, da sind noch so viele Baumaßnahmen. Hier mal kurz Licht machen und hier... Warum müsst ihr immer bei mir sein? Ah,
Herr Ramann, stopp! Mann. Stadtherr. Ich schlage Herr Ramon als Stadtherr vor. Oh. Hey, ich schlage Herr Ramon als Stadtherr vor. Ja. Hehe. Wichtig. Hat keiner was gesehen. Ach, die zwei unterhalten sich aber auch Ewigkeiten. Ne? Nee, das komische schwarze Ding dort, was aussieht wie eine Tür, das gucke ich mir ein andermal nochmal an. Das muss ja auch noch untersucht werden. Schöne schwarze Blumen sind hier. Das gefällt mir. Immer geht ein und aus. Ja. Macht ihr richtig so. Nistet euch einfach irgendwo ein. Oh. Autsch. Äpfel. So, was mache ich denn da jetzt, bis der Herr Ramon fertig ist mit seinem Gespräch? Wir gucken uns mal hier die Höhle an. Lecker. Ey, was ist das denn? Hier muss man ja aufpassen. Ui. Kann man das essen? Boah, cool. Das schmeckt auch recht gut. Hallo. Aber hier gibt's nichts mehr. Außer Dreck und Stein. Hier hinten geht's noch weiter. Hey. Oh, bin ich jetzt so dick durch die Wurzel geworden? So. Hier ist dieser schwarze Stein. Und hier geht's nicht weiter. Oh, weißer Stein. Der sieht auch nicht schlecht aus. Hallo. Nee, der gelbe nicht. Der sieht aus, als ob man da drauf gepinkelt hätte. So, ist denn der Herr Ramon jetzt fertig? Ja, da ist er! Au. Hallo. Hallo, ist denn das Glas schon fertig? Genau. Oh Gott, nein, sagt mir nicht, ich hab vergessen, Kohle reinzumachen. Och nee. Oh nein. Es tut mir jetzt leid. Ist kein Problem. Dann komme ich später nochmal wieder. Da gucke ich mal, ob ich für das Fräulein Sissy vielleicht irgendwie ein paar Tiere fangen kann. Alles klar. Weil dauerhaft Obst und Gemüse ist nicht meins. Ich brauche auch mal richtiges Fleisch. Sie verkauft doch aber schon Fleisch, oder? Ja, aber... Nein, aber vielleicht gibt es ja irgendwann so richtige leckere Gerichte, wie wir schon gegessen hatten. Ach... Diese Brötchen da mit Fleisch. Genau. Die machen ja ganz schön satt. Ja. Sind Sie auch schon mit diesem Flugschiff geflogen? Nein, tatsächlich nicht. Es ist zwar ein bisschen wackelig, aber das macht richtig Spaß. Ehrlich? Ja, ich bin vorhin hier ein paar Mal mitgeflogen im Kreis über der Stadt. Ja, man hat dann alles schön im Auge, unter Kontrolle, das fetzt. Ja, ich werde das Glas dann
später nochmal abholen kommen. Alles klar. Ja, schönen Abend noch. So. Dann muss ich auf das Glas warten. In der Zeit kann ich mich aber mit was anderem beschäftigen. Ich habe ja schon mal zwei und ich habe ein bisschen Wasser hier. Und dieses rote Zeug habe ich auch. Ich hoffe, das sieht jetzt keiner, was ich hier mache. Wir nehmen einfach das. Das sieht aus, als ob das so ein Stützpfeiler ist. Hehe, das sieht halt wirklich aus wie ein Stützpfeiler. Cool. So, dann werde ich mir jetzt nochmal das Rezept angucken. Und danach werde ich versuchen, diesen Trank zu brauen.